Hallo, hier ist Oliver von Faun und ihr schaut Crazy Clip TV. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Crazy Clip TV. Ich stehe hier mit Oliver von Faun. Hallo Oliver. Hi. Hi. Wir sind hier in Selb beim Festival Medieval. Macht das dir Spaß? Ah, super Festival. Also für uns ist ein sehr schöner Saisonabschluss auch, weil hier viele Leute zusammenkommen. Und super Atmosphäre, absolut. Was unterscheidet das Festival denn von anderen Events? Man sieht natürlich immer, was man sehen möchte, oder man ist so geblendet von der eigenen Fantasie. Ich sehe ganz viel Pagane, also naturaffine Leute hier, Hippies mit Rastern und die ein bisschen ein gewisses Bewusstsein leben. Weniger Mainstream vielleicht, also wirklich so ein Szene-Treffen, und das ist uns natürlich sehr wichtig und auch sehr wichtig, hier dann gemeinsam mit den Leuten sich auszutauschen, zu feiern, irgendwie die Saison erfolgreich zu beenden. Die Überschrift lautet ja immer das größte Mittelalter-Festival Deutschlands oder Europas. Womit beweisen Sie das? Ich weiß es nicht, ob es das größte ist, ist mir wirklich egal. Ich freue mich, dass es eines der nettesten ist, und das ist mir ganz wichtig, dass man selber halt nette Leute vor der Bühne hat, hinter der Bühne. Und das stimmt ja für uns, die Mischung, und damit können wir halt schöne Musik machen. Und ich sehe, du gehst ja auch privat immer sehr viel herum, triffst andere Leute, lässt dich von Fans fotografieren. Das verdirbt dir den Spaß nicht, hier draußen rumzurennen? Überhaupt nicht. Also es ist ja ein großes Lob auch. Es gibt natürlich einen Moment, wo man dann aufs Klo möchte und dann diese Schlange hinter sich hat von Leuten, die gerne ein Foto hätten. Da muss man einfach dann ehrlich sein und sagen, Jungs, ich muss pinkeln. Oder dafür gibt es ein Backstage, dass man sagt, man zieht sich zurück. Aber es ist auch traurig, wenn man sich aus der Szene irgendwie ganz rausnimmt. Weil erstens geben die Leute wirklich oft ein tolles Feedback. Also auch wirklich intelligente Leute, die sagen, das und das fanden sie besser oder schlechter wie das Mal davor. Oder man kriegt einfach Impulse, auch Inspiration. Wie sind die Leute gekleidet? Was haben die für Ideen? Wie sieht der Markt aus? Also ich glaube, wenn wir uns isolieren würden davon, da wird auch was fehlen irgendwann. Was sind denn hier, welche Stände kannst du denn hier empfehlen? Was ist denn dein Lieblingsstand so rein essenstechnisch? Essen? Ach so, streue kein Salz in meine Wunden. Ich bin gerade umgezogen und habe unglaubliches Shopping hier vollzogen. Also ich kann dich beraten, es gibt tolle Holzbretter. Jetzt nicht essen. Ich habe einen Messerblock gekauft. Ich habe seit wirklich einem Monat einen Messerblock gesucht und einen sehr schönen gefunden jetzt. Und eine marokkanische Lampe für meinen Flur. Du bist umgezogen, das habe ich sogar bei Facebook gelesen. Du machst das öffentlich. Die ganze Band hat wahrscheinlich beim Tragen geholfen. Nee, die sind nicht so handwerklich begabt. Das habe ich dann eher selber gemacht. Der Grund war, die Wohnung war zu klein oder du brauchtest Veränderungen? Ja, genau. Ich bin quasi auch im privaten Umfeld, gab es eine Veränderung, und dann bin ich eh nicht ortsgebunden. Also ich habe lange in Bayern gewohnt, aber ich komme aus einem anderen Eck Deutschlands und habe nie das Gefühl gehabt, ich bin jetzt irgendwo so verwurzelt, dass ich nicht weg könnte. Durch das viele Reisen, und was ja auch schön ist. Also ich komme viel in Deutschland rum, genieße verschiedene Gegenden und reise eh so viel durch die Gegend, dass es ist eigentlich egal ist, wo ich wohne. Könntest du dir ein Wohnmobil anschaffen? Ja, wenn ich nicht zu viele Instrumente hätte, was wirklich etwas fast ein Fetisch geworden ist, aber ich kann es nicht lassen einfach. Ja, ich habe super Fotos von dir gesehen beim Handwerker. Oh ja, 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 ich war fleißig. Also es war auch eine Phase, wo wirklich die Konzerte haben gelitten, weil die Hände waren dann etwas so steif schon. Aber natürlich, ich bin Künstler, meine Freundin ist Künstlerin. Wir haben dann angefangen, bei falschen Stuck zu arbeiten und Tapeten und alles, weil es ist auch eine Form des kreativen Ausdrucks. Und erstens, wenn man es mal hat, dann ändert man es eh nicht mehr, wenn man eingerichtet ist. Das muss man am Anfang machen. Und zweitens, es inspiriert einen wirklich, wenn man das entsprechende Ambiente schafft in so einem Raum, dann inspiriert es einen dazu, irgendwie eine gewisse Stimmung aufzubauen und vielleicht andere Lieder zu schreiben. Sehr häusliche Lieder jetzt. Das Covern von Johanna von Kotschian, das bisschen Haushalt ist doch nicht so schlimm. Sag mal, oh, ganz große Idee. Oh, ja, Patrick, oh. Könnt ihr denn auch im Fernsehgarten spielen? Ja, das haben wir erfolgreich schon abgelehnt, abgeschmettert bis jetzt. Wie ist denn das, wenn ihr in Brasilien auf Tour seid? Ich vermute mal, die Hallen sind etwas kleiner. Wie waren deine Eindrücke denn überhaupt von Brasilien? Brasilien ist so riesig. Ich habe es jetzt vergessen, aber was war, ich glaube, Sao Paulo, 12 Millionen Einwohner und in der Peripherie noch viel mehr. Also wir haben da wirklich auch vor 1500 Leuten gespielt. Wir waren richtig baff. Und die Leute sind ganz toll, weil die wirklich, die haben eine Euphorie. Und was auch schön ist für mich, die lieben auch die deutsche Kultur. Das wird ganz oft, oh, ich bin so interessiert, ich versuche Deutsch zu lernen. Es ist natürlich,
vielleicht ein bisschen auch eine Realitätsflucht, weil Sao Paulo eine sehr harte Gegend ist. Aber dennoch, also Kultur kann einem ja sehr, sehr viel geben. Und das Interesse und die Offenheit, und das war toll für uns, die sind richtig auf die Inhalte eingegangen unserer Lieder und auf kulturelle Sachen. Wir haben da Gespräche gehabt, die haben wir hier selten gehabt. Also es war wirklich toll, das mitzubekommen und war wirklich auch eine Erfahrung, die wir immer wiederholen werden. Also wir werden jetzt mit Sicherheit nächstes Jahr wieder fahren, weil das hat man gesehen, wie die Konzerte immer größer wurden. Und ja, macht riesig Spaß da unten. Ihr seid ja jetzt im Herbst auf großer Best-of-Tour. Ja. Und was können wir denn erwarten? Also wir werden wir haben jetzt eine sehr ausgefallene Setliste gemacht. Wir haben uns lange überlegt, haben einige Lieder reingenommen, die wir lange nicht gespielt haben, die wir die wir wirklich fast nie gespielt haben. Haben die schönsten Bühnenbilder und Lichtkulissen zusammengesammelt wieder, weil teilweise lag noch Zeugs im Archiv, haben gesagt, das war so toll und jetzt darf man es wiederholen. Und haben dann natürlich auch ganz tolle Gäste. Also Lisa, unsere erste Sängerin, ist seit über 10 Jahren, war sie nicht mit uns auf der Bühne, ist jetzt wieder dabei. Flo von Fersengold, der da hinten Soundcheck macht gerade, wird uns auf der Geige begleiten. Und eine tolle Tänzerin haben wir auch noch. Also es wird, glaube ich, so ein Rundum-Paket, wo man sagt, dass wir uns selber feiern, aber hoffentlich gemeinsam mit dem Publikum und erfolgreich. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Erfolg beim Abenteuer Best-of-Tour. Oh ja. Na? Das erste Konzert ist bereits ausverkauft. Viel Spaß noch hier in Selb, ja. Und schönen Abend. Danke, ebenso. Tschüss.